Football Blast, mein erstes Heimspiel, ne? Noch bis zur heutigen Begegnung, sagt uns die Uhr, und da sind wir natürlich heiß heute Abend. Es ist Freitagabend und da heißt es endlich wieder mal herzlich willkommen im heißesten Kühlhaus des Lowlands. Der AEC begrüßt heute Abend unsere Gäste aus Braunlage, die Harzer Falken. Und damit natürlich auch herzlich willkommen, die mitgereisten Fans aus Braunlage. So, ja, zweimal haben wir uns warm gespielt. Ich habe davon gelesen, aber es war ja nur Warmspiel. Heute Abend geht es um die drei Punkte in unserer Begegnung und wir werden natürlich alles dafür tun, auch ihr auf den Sitzplätzen und natürlich wir alle auf den Stehplätzen, dass diese drei Punkte heute Abend hier in Adenau bleiben. Und natürlich ist ja immer vor der heutigen Partie schon vor der nächsten Partie. Und die findet natürlich statt in Hasenfeld. Das ganze Morgen schon. Und es gibt noch Restplätze im Fanbus zur Auswärtsfahrt. Ihr könnt euch bei Michi Peters sagen, ich glaube, den kennt jeder hier in der Halle, direkt anmelden. Aktueller Fahrpreis für Nicht-Schnuckerier-Mitglieder ist 33 Euro hin und zurück. Ne? Und von daher, also wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn noch einige von euch spontan mit dabei sind und morgen auswärts den AEC auch in Hasenfeld unterstützen. So, damit aber erstmal zu der heutigen Partie. Wir stehen in den Startlöchern für den heutigen Abend. Liebe Eishockey-Freunde, gebt mir ein A! Gebt mir ein I! Gebt mir ein C! Wer sind wir? Liebe Eishockey-Freunde, begrüßen wir mit mir die Heimmannschaft. Hier kommt Arno! Tor mit der Nummer 19, Arno! Unsere Nummer 50, Anne! Mitte 4, Max! Unsere Nummer 7, Dimitro! Mitte 8, Benjamin! Unsere 13, Ruslan! Mitte 21, Simon! Die 22, Viktor! Mitte 23, Vadim! Unser 28, Tufa! Mit der 37, Tim! Mit der 67, Tim! Mit der 71, Daniel! Die 77, Domantas! Mit der 92, Juhu! Unser 96, Felix! Und unser Coach natürlich, Mr. Troy, assistiert von Falco. Liebe Eishockey-Freunde, das ist Arno. Herzlich willkommen im heißesten Kühlhaus des Nordens. Heute Abend hier bei uns in Arno auf Zugast in der Regionalliga Nord, die Harzer Falken aus Braunlage. Die Gäste heute Abend in folgender Aufstellung im Tor Nummer 29. Taylor Dupius mit der 63, Leon Grote. In der Defense mit der 3, Peter Staff mit der 15, Marcel Deich. Die 19, Nico Schnell mit der 42, Peter Schalupka mit der 94, William Kahnen mit der 96, Rufen Banach. Die Nummer 9 bei den Falken ist Leon Weikamp mit der 10, David Vinci mit der 20, Henrik Lode. Die 21, Jakub Hicki, mit der 24, Edwin Boos,
mit der 33 Christoph Kosiol, mit der 38 Bastian Schirmacher, die 77 Dennis Arnold und mit der 91 Regen Magie und die 92 Philipp Brava. Trainer der Harzer Falken, Josef Butterke. Seit Dezember 22 spielt er für den AEC und ist derzeit aktiv in der U9. Let's get ready to run!
Spielminute Strafe gegen den AEC. Der Spieler mit der Nummer 7, Dimitro Demianov, der hat der 2 Strafminuten wegen Stockschlags. Thank you.
15. Spielminute, Tor für die Gäste aus Vorlage. Das Ganze auf Vorlage der Nummer 9, Jörn Weinkamp. Und Torschütze mit der 38, Bastian Schirmerer. Aktueller Spielstand 0:1. Das Tor für Hamburg! Auf Vorlage unserer 77, der Mannschaft! Topschütze mit der 7, Dimitro! Aktueller Spielstand, Hamburg! Braunlage! Ich habe euch vermisst, danke! Ich habe euch doch nicht vermisst. Strafe gegen den AEC. Der Spieler mit der Nummer 77, der Mann aus Zypern, erhält 2 Strafminuten wegen Checks zu kriegen. Sehr umgekehrt, Mann!
Verletzungskurs natürlich die Strafe. 2 Minuten gegen die 77. der Matas Chipas wegen Kniecheck. Thank you.